Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Und zwar habe ich dieses Mal einen Shop ausprobiert, der heißt Diamond Art Decor. Tütchen kommt weg. Und dass ihr direkt informiert seid, ich möchte gerne in diesem Video etwas verlosen. Das packe ich hier in den Umschlag und das geht dann auch im Umschlag raus. Was das ist, das zeige ich aber am Schluss und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr mitmachen wollt. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, was ich Schönes bestellt habe. Und zwar beginne ich hiermit. Das sind Magnete. Toolkit ist mit dabei. Dann super schöne Sondersteine, Strasssteine in Zipbeuteln teilweise verpackt. Wahnsinnig schön. Und dann zeige ich euch mal noch die Magnete. Was ich euch aber auf gar keinen Fall empfehlen würde, diese Magnete an euren Kühlschrank zu hängen. Ich habe das nämlich gemacht. Ich habe mir ja schon mal Magnete bestellt. Die habe ich gemacht, habe die an meinen Kühlschrank und dachte, ach, wie schön. Und habe die so hin und her und habe mir tatsächlich den ganzen Kühlschrank verkratzt. Meinen schönen neuen Edelstahlkühlschrank. Der ist, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Habe ich mir mal fett vorne verkratzt. Danke dafür. Also sie sind wirklich nicht für den Kühlschrank geeignet. Das sage ich euch jetzt eben. Ihr wisst, ich bin ehrlich mit euch. Heizung oder irgendwas, da könnt ihr es gerne dran machen. Türrahmen, je nachdem, was ihr halt eben habt. Eine Tafel oder sonst irgendwas. Aber macht es bitte nicht an euren Kühlschrank. Bitte nicht. Sonst passiert euch das Gleiche wie mir. Ja, das war ärgerlich und ich bin ehrlich gesagt auch noch nicht drüber hinweg. Nichtsdestotrotz finde ich die Magnete sehr schön. Das sind hier einmal Pommes und wir haben so ein, die sind hier auch immer, also die färben am Anfang so ein bisschen ab hier am Rand. Ja, finde ich persönlich jetzt aber nicht schlimm. Wir haben vor der Tür so einen Kasten, so einen Sicherungskasten und da ist die Tür eben so Metall und dann habe ich die jetzt einfach da dran gehängt. Dafür ist es in Ordnung, sieht schön aus. Aber never an den Kühlschrank machen, bitte nicht. Ja, Burger, sehr schön. Und ein Cocktail, gefällt mir auch richtig gut. Und was ist das denn? Popcorn vielleicht? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Was ist das denn? Bin mir nicht sicher. Ja, das sind die Magnete. Ja, färben leider ein bisschen ab, aber das kann man dann abwischen. Meine Tempobox ist leer. Okay, gut. Ja, wie gesagt, das war bei den anderen auch so. Das fand ich persönlich jetzt nicht schlimm. Die reibt man dann einmal am Rand so ein bisschen ab. Und dann hat sich's damit auch. Das kann man gut abwaschen an den Händen. Da hatte ich keine Probleme. Deswegen, das fand ich jetzt nicht schlimm. Schlimm fand ich die Sache mit meinem Kühlschrank tatsächlich. Ja. Die lasse ich jetzt direkt mal draußen, weil die werde ich machen die Woche. Mal gucken, wann ich dazu komme. Aber die werde ich machen und dann kommen die auch an den Sicherungskasten. Ja, weil die möchte ich jetzt auch nicht verlosen oder verschenken, falls da irgendjemand den Fehler begeht und ich dann nachher Ärger bekomme mit der Person. Genau, dann habe ich noch bestellt Karten. Aber ich zeige euch zuerst das hier. Da habe ich mir nochmal eine Rolle bestellt. Und zwar sind das so schöne Aufkleberchen für auf die Dosen mit drauf. Ja, ich bin jetzt ein bisschen schwarz, ne? Aber ihr seht, es ist wieder gut abgegangen, ne? Ich habe jetzt nur mit einem trockenen Taschentuch drüber gerieben. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Das finde ich super, super praktisch. Habe ich mir ja schon mal bestellt. Kann ich euch absolut empfehlen. Das klebt ihr auf die Döschen drauf. Da könnt ihr dann draufschreiben und dann könnt ihr es entweder abziehen oder einfach nochmal überkleben. Das mache ich, bis es so dick ist, dass es halt richtig gut wieder runter geht. Finde ich super praktisch. Werde ich euch alles verlinken. Sind 2000 Sticker. Dann habe ich einen Stift bestellt.
Und der gefällt mir richtig gut, aber den werde ich gleich zur Verlosung mit dazugeben. Der ist so schön, habe ich mir jetzt noch ein paar Mal bestellt, weil ich die gerne verlosen möchte. Ich finde ihn richtig cool, der fühlt sich hier auch richtig gut an. Und der ist schön bunt, gibt es in vielen verschiedenen Farben. Da habe ich jetzt mit, dass der Schwanz so rosa ist und der Kopf, der sieht so aus. Das ist einfach für einen Stein aufzunehmen. Fand ich so, so schön. Hier ist er pink und hier auch. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Fand ich irgendwie total niedlich. Und den wollte ich gerne zur Verlosung mit dazugeben. Gleich, wie gesagt, ich sage euch noch, was ich verlose. Und ich habe mir überlegt, jetzt in den nächsten paar Videos immer Verlosungen zu machen. Und außerdem möchte ich gerne auf meinem Instagram-Account rosa87diamondpainting zum Advent auch gerne ein paar Verlosungen starten. Deswegen folgt mir auch gerne dort. Und ich habe mir überlegt, dass ich immer zu jedem Bild oder zu jedem Produkt, was man painten kann, einfach noch einen Stift dazulege, weil ich das einfach schön finde. Dann hat man so ein kleines Set und vielleicht noch ein paar andere Sachen, je nachdem, was ich eben da habe. Und dann habe ich noch Weihnachtskarten bestellt. Da war auch ein Toolkit mit dabei. Super viele Steine. Eine Karte, wo die einzelnen Karten eben abgebildet sind. Umschläge, super schöne große Umschläge, total schön. Dann sind das hier die Motive, schöne süße Pinguine, ein Weihnachtsbaum. Die hier finde ich auch super cool, gefällt mir richtig gut. Ein süßer Schneemann. Oh, wie süß. Weihnachtsmann und ein Rentier. Das ist auch super niedlich mit dem Hund. Dann Glocken. Wow. Und das ist meine Lieblingskarte mit dem schönen, dicken Weihnachtsmann drauf. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und innen drin sehen die auch super schön aus. Nochmal ein bisschen besonders innen drin. Gefällt mir, dass die eben innen drin auch so schön bunt sind. Macht gleich nochmal mehr her. Und ich finde es halt eben auch praktisch, dass die Umschläge noch gleich mit dabei sind. Schöne Steine. Das sind normale Steine unter anderem. Ich weiß gerade gar nicht. Nein, ich glaube, es sind keine Strasssteine. Doch, die blauen sind Strass. Ansonsten sind es überwiegend normale Steine. Finde ich auch schön, dass auch mal normale Steine mit dabei sind bei den Karten. Dann ist es nicht so überladen, nicht so viel Glitzer. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ist eine schöne Mischung. Da kann man schön Weihnachtskarten verschicken. Und dann habe ich noch das hier. Ich zeige es euch. Tada! Ein Muffin, ein Kirschmuffin mit Kaffee. Finde ich so schön und tatsächlich habe ich das hier auch als Viererset, also mit, ich glaube, das ist ein Viererset mit, ja, mit eben verschiedenen Cupcakes oder Muffins und Kaffee. Das habe ich als Mal nach Zahlen. Das habe ich mir vor Ewigkeiten mal gekauft. Da habe ich immer Mal nach Zahlen gemacht, habe dann aber total die Lust dran verloren und habe jetzt noch zwei angefangene Mal nach Zahlen setzt, beziehungsweise das habe ich gar nicht angefangen. Ich weiß gerade auch gar nicht, wo ich es habe. Und das eine habe ich angefangen, bin auch fast fertig, habe es aber nicht fertig gemacht und ich glaube auch, dass die Farben inzwischen ausgetrocknet sind. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte irgendwie keine Geduld mehr dafür. Und das Motiv an sich finde ich aber super schön, gefällt mir richtig gut. Gibt es eben noch andere. Und
Ja, deswegen habe ich mir das jetzt als Diamond Painting nochmal bestellt. Das ist ein kleineres, 25x35. Das ist dann auch schnell gemacht. Das hat auch schön Color Blocking. Gefällt mir richtig gut. Ich finde den Druck auch schön. Man kann das gut erkennen. Es wurde mit hell und dunkel gearbeitet. 27 Farben für das kleine Bild. So sieht das aus. Klebekraft finde ich sehr gut. Gefällt mir. Hat runde Steine. Schöne Farben. Schön vielseitig. Die Steine sehen gut aus. Freue ich mich drauf. Und ich glaube, dass wir noch nicht so lange warten müssen, bis ich das mache, weil ich mache super gerne Bilder mit Essen drauf, mit Kuchen drauf, mit Kaffee. Ja, das gefällt mir immer total gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr am liebsten für Motive paintet. Auch eher so Essen, Kaffee oder eher so Comic-Sachen, Blumen, Landschaften. Es gibt ja so viel Verschiedenes und ja, sowas mache ich halt wahnsinnig gerne. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Da möchte ich gerne, wie gesagt, den Stift verlosen. Dann wollte ich gerne mal noch so ein schönes blaues Toolkit mit dazulegen. Das gibt es nicht oft. Das fand ich irgendwie total cool. Mit vielen Zipbeuteln, dachte ich, mache ich mal noch mit rein. Und das ist das Bild. Das ist ein kleines Bild. Aber ich dachte, wer es mal ausprobieren möchte oder für die Kinder, je nachdem. Oder wer einfach Spaß dran hat. Das ist so ein kleines. Das ist ein Panda mit Kirschblüten im Hintergrund. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wo ich das bestellt hatte. Das ist das Bild. Mir gefällt das richtig gut. Und das hier sind dann die Steine dazu. Das sind Strasssteine, größere, kleinere. Genau, das könnt ihr in diesem Video gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, steht in der Infobox, deswegen schaut da gerne rein. Ich verschicke das im Umschlag. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Denkt an die Verlosung, macht gerne mit, folgt mir auch gerne auf Instagram. Und genau, da verpasst ihr dann auch die Adventsverlosungen nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.